Endspurt in Brasilien. Kommt Luiz Inácio Lula da Silva zurück an die Macht oder bleibt Jair Bolsonaro Präsident? Das sollen die Bürgerinnen und Bürger bei der Stichwahl am kommenden Sonntag entscheiden. Dabei ist das politische Klima im größten lateinamerikanischen Land extrem gespalten. Der rechtspopulistische Bolsonaro wird für seinen Umgang mit der Corona-Pandemie und seine kontroversen Äußerungen kritisiert, etwa zu Frauen, der Presse und Minderheiten. Lula indes, der Brasilien bereits zwischen 2003 und 2010 regierte, versucht ein Comeback, obwohl er wegen seiner Verwicklung in einem Korruptionsskandal 18 Monate im Gefängnis war. Der ohnehin schon zuvor von Schmutzkampagnen und aggressiven verbalen Auseinandersetzungen geprägte Wahlkampf in Brasilien gleicht seit der ersten Wahlrunde zunehmend einer Schlammschlacht. Vor allem Lulas Lager griff in jüngster Zeit auf Strategien zurück, die bislang vor allem die extreme Rechte verfolgte. Lulas Helfer gruben alte Videos von Bolsonaro-Auftritten aus und zog daraus einzelne Zitate heraus, die Bolsonaro beispielsweise in Verbindung zu Freimaurertum und Kannibalismus bringen sollen. In einem jüngsten Angriff wurde Bolsonaro in Zusammenhang mit Pädophilie gebracht. Mittlerweile hat das oberste Wahlgericht Maßnahmen gegen Fake News eingeleitet, um die von beiden Lagern geführten Desinformationsstrategien einzudämmen. Der Wahlkampf wird auch anderweitig mit harten Bandagen geführt. So ist es schon mehrfach zu politisch motivierten Gewalttaten gekommen. Derweil versucht Bolsonaro, ein gemäßigteres Bild von sich abzugeben, nachdem er in der Vergangenheit mehrfach das elektronische Wahlsystem Brasiliens in Frage gestellt und damit gedroht hatte, eine Niederlage gegen Lula nicht stillschweigend hinzunehmen, schlägt er in jüngster Zeit sanftere Töne an, um unentschlossene Wähler zu umwerben. Beide Kandidaten haben Millionen von begeisterten Anhängern. Fußballspieler Paulinho beispielsweise unterstützt Lula, während Neymar offenkundiger Bolsonaro-Fan ist. Die Umfragen sehen Lula weiterhin vorn, bei etwa 49% gegenüber 45% für Bolsonaro. Wenige Tage vor der Wahl gibt es jedoch noch viele unentschlossene Wähler. Beim ersten Wahlrundgang hatte der linksgerichtete Lula schlechter abgeschnitten, als Umfragen vorhersagten. Mit 48% hatte er die absolute Mehrheit knapp verpasst.